Vers 42. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, dessen Herrlichkeit, ewig triumphierend, die materielle Welt durch seine aktiven Spiele beherrscht und der sich im Geist der sich an ihn erinnernden Seele als die transzendentale Verkörperung ewig glückseligen, kognitiven Rasas widerspiegelt. Erläuterung: Nur diejenigen sind in echte Krishna-Meditation vertieft, die sich, spirituellen Unterweisungen folgend, ständig an den Namen, die Gestalt, die Eigenschaften und die Spiele Krishnas erinnern, so wie er im konjugalen Rasa erscheint, indem seine Lieblichkeit, den Gott weltliche Liebe, den Eroberer aller weltlich gesinnten Herzen, besiegt. Krishna, der sich fortwährend vielfältiger Spiele erfreut, erscheint mit seinem Reich nur in dem reinen, empfänglichen Bewusstsein solcher Geweihten. Die Spiele dieses sichtbar gewordenen göttlichen Reiches triumphieren in jeder Hinsicht über alle Pracht und Schönheit der materiellen Welt.